Willkommen zu Detlef D&D Soest, unserer neuen Dungeons and Dragons Show. Ich nenne diese Show nicht Detlef D&D Soest. Das macht nicht mal Sinn und wir werden alle verklagt. Willkommen. Darf ich vorstellen, die Helden dieser Kampagne. Bree Ivengirl, Daffodil Sewers, Percy und Torin. Mein Name ist Bree. Ich bin eine Mönchin. Ich mache sehr gerne Kampfkunst. Außerdem bin ich aus meinem Dorf rausgekommen. Naja, ich bin auf der Suche nach meiner wahren Liebe. Außerdem mag ich noch mein Eichhörnchen. Sie heißt Dixie. Und was ich auch noch richtig dolle mag, ist Leuten zu helfen. Oh ja, wenn Leute Hilfe brauchen und ich ihnen zum Beispiel helfen kann, indem ich jemanden verprügel. Ich mache es sofort. Also, wenn die Leute, die ich verprügeln muss, Monster sind, dann mache ich es. Außerdem mag ich richtig gerne Knöpfe. Ich schnitze sie die meiste Zeit und dann gebe ich sie meinen besten Freunden. Mein Name ist Bree. Hi, mein Name ist Daffodil Sewers. Und wenn euch der Name bekannt vorkommt, würde mich das stark wundern. Der Generationsname führt zurück auf die Abwasser- und Kanaltechnikfirma meines Vaters, Quentin. Bei ihm und meiner Mama Sage bin ich behütet, holistisch und ziemlich anti-autoritär aufgewachsen. Dabei hatte ich allerlei Zeit, um zu tüfteln und die schmutzigen Arbeiten, die in einer Stadt so anfallen, kennenzulernen. In meiner rebellischen Phase, in der ich mich und mein angelehrtes Handwerk der Armee zur Verfügung stellen wollte, bin ich aus deren Eignungsfeststellungen ausgestiegen. Ich durfte wieder in mein altes Kinderzimmer ziehen und hatte angefangen, in Alistair Dickies Berufsbekleidungsgeschäft zu arbeiten. Unbezahlt. Und dafür hatte ich fast stündlich an Alistairs Maschinen geölt. Nein, das wollte ich anders sagen. An den Maschinen von Männern habe ich kein Interesse. Dafür an meinen eigenen. Ich bin Bastlerin, Handwerkerin und seit neuestem auch Abenteurer. Mit meiner eisernen Ratte Jost an meiner Seite möchte ich dort helfen, wo ich gebraucht werde. Ich habe immer irgendwas dabei, was irgendwie helfen kann. Manchmal auch mit ein bisschen Zauberei. Gold, Frauen und Ruhm stehen an zweiter Stelle. Ich muss erstmal versuchen, keine neuen Probleme zu schaffen, während ich eins löse. Mein Name ist Percy. Ich will eines Tages der größte Magier aller Zeiten sein. Da waren in der Geschichte jetzt schon auch einige ziemlich gute dabei. Ich will da jetzt vielleicht auch nicht so kategorisch direkt in unmittelbare Konkurrenz treten und ist ja auch egal. Ich bin jedenfalls im letzten Jahr meines Studiums an einer magischen Universität und als mein Abschlussprojekt muss ich auf eine Reise gehen und alle Zauber, die ich im Studium gelernt habe, praktisch anwenden. Ich liebe es zwar, in der Bibliothek zu recherchieren und über theoretischen Abhandlungen zu sitzen und das ganze Universitätsding, aber es ist jetzt auch wirklich an der Zeit für mich, mal in die echte Welt aufzubrechen. Mithilfe der Magie will ich Abenteuer erleben, meine Freunde und Weggefährten beschützen und die Rätsel der Welt entschlüsseln. Vielleicht ja sogar das Rätsel meiner Herkunft lösen. Percy. Mein Name ist Torin. Torin. Einfach nur Torin genügt. Ich kam vor nun mehr als einem Jahrhundert in Mithralhall zur Welt, war dort tätig in der Edelsteinverarbeitung. Nach einem langen Arbeitstag durften wir einstecken, was in unseren Bärten hängen blieb. Und das war eigentlich eine gute Bezahlung. Und trotzdem traf ich Entscheidungen, die dazu führten, dass mir nahegelegt wurde, mir die Welt außerhalb von Mithralhall anzusehen. Seitdem streife ich umher und nehme jeden bezahlte Arbeit dankend an. Einige Jahre als Söldner. Übung mit meinem Kriegshammer brachte es mir ein. Gold aber wohl kaum. Die Auftraggeber starben oder bezahlten am Ende nicht. Als alles Gold verbraucht war, fing ich in einer kleinen Schenke bei der geizigen Kröte an. Es brachte kaum etwas ein, aber immerhin hatte ich ein Dach über dem Kopf. Ich war der Zwerg für alles, braute sogar das Bier, war rundum damit beschäftigt zu arbeiten. Was auch sonst? Menschen und das meiste andere, was da so rumkriecht, sterben, bevor sich so etwas wie Freundschaft überentwickeln könnte.
Erst kürzlich lernte ich dann Sie kennen. Die erste Gruppe von Abenteurern, die nicht sofort starben, sondern auch wieder glitzernde Münzen in meinen Taschen zum Klimpern brachten. Wenn ich nicht aufpasse, fange ich an, diese Leute zu mögen. Diese vier Abenteurer haben sich in Kelchester, einer multikulturellen Stadt im Süden der Schwertküste in Faerûn, kennengelernt und dort ihr erstes Abenteuer begonnen. Aurelius Amblecrown, der Bürgermeister der kleinen Stadt Wallowdale in der Nähe von Kelchester, bittet dringend um Hilfe, da seit etwa einem Monat immer mehr Leute aus der Stadt spurlos verschwinden. In Wallowdale findet die Gruppe heraus, dass wohl ein unsichtbares Monster nachts in die Häuser eindringt und die Leute entführt, aber nie eine Spur hinterlässt. Doch auch generell scheinen die Stadt und der angrenzende Wald schon seit vielen Jahren von etwas Bösem heimgesucht zu werden. Sie stoßen beim Nachforschen auf den Namen Adelard O'Hara, ein Architekt, der vor etwa 300 Jahren hier in der Stadt sein Anwesen im Wald und einen mittlerweile verlassenen Tempel der Taimora erbaut hat. Und sie finden heraus, dass der Priester Arcadius der erste war, der jemals in der Stadt verschwunden ist. In der ersten Nacht wird ein kleiner Halblingjunge namens Perrin Moonwit entführt und die Spur führt direkt in den Wald. Begleitet von Ponto Moonwit, Perrins Bruder, macht sich die Gruppe auf Verfolgungsjagd und folgt der Spur direkt bis zum Anwesen der O'Haras. Auf dem Weg dahin bekämpfen und sehen sie gruselige Monster, finden die Leiche von Delma Starbinder, der Wachtmeisterin von Wallowdale, und treffen merkwürdige kleine Kreaturen, die ihnen Streiche spielen. Percy stellt fest, dass die Monster und die unheimlichen Phänomene hier ursprünglich aus dem Shadowfell kommen. Eine Welt parallel zu dieser, voller furchtbarer Monster, Leid und Angst. Die kleinen Kreaturen allerdings kommen aus dem Feywild, was oft als kosmologischer Gegensatz zum Shadowfell beschrieben wird. Merkwürdig. Im Haus der O'Haras dann findet die Gruppe neben ein paar Schattenmonstern und einem Reh mit hunderten von Augen endlich ein paar Antworten. Aber vor allem finden sie Leichen von einem Hausangestellten, von Adelard O'Haras Frau Juliana und seinen beiden Kindern, die allesamt unter einem merkwürdigen Effekt stehen, als wäre die Zeit stehen geblieben, kurz nachdem sie getötet wurden. Sie finden außerdem die Leiche von Adelard selbst mit einem blutigen Dolch in der Hand und mit Schaum vorm Mund. In seinem Arbeitszimmer finden sie viele gruselige Zeichnungen und wirre Notizen von Adelard, der davon spricht, dass die Macht des dunklen Echos groß sei und dass er es heute Nacht tun muss. Er hat offensichtlich irgendeine Verbindung zum Shadowfell gehabt und erst seine Familie und dann sich selbst umgebracht. Thorin erinnert sich außerdem daran, das Zeichen des Shadowfells auf dem Boden im Taimora-Tempel in Wallowdale gesehen zu haben. Oh wow, auf diesen Schock erstmal. Noch mehr Leichen! In der Bibliothek finden sie erst die toten Körper von Perrin und Lorna Moonwit, Perrins Mutter. Und dann von Ponto? Es stellt sich heraus, dass Ponto die ganze Zeit tot war und ein Doppelgänger seiner Gestalt angenommen hat. Und jetzt endlich zeigt sich auch das Monster, das für das Verschwinden der Leute verantwortlich ist. Ein Oni aus dem Shadowfell. Die Gruppe kann ihn und den Doppelgänger in einem spannenden Kampf, bei dem die Gruppe fast drauf geht, besiegen, aber sie schaffen es. Während sie sich ausruhen, offenbart sich ihnen der Geist von Juliana O'Hara und bittet sie darum, die toten Körper ihrer Kinder im Garten zu vergraben, damit sie Frieden finden. Diese Handlung scheint etwas um und in dem Haus selbst auszulösen und ein grelles, blendendes Spektrum an prismatischen Farben trifft die Gruppe plötzlich mit voller Wucht. Sie sehen kurz Bilder von deformierten, farblosen Landschaften und dunklen Schatten und Gestalten und dann Eindrücke von magischen, mystischen Wäldern in goldenes Abendlicht getaucht. Bevor sie wieder auf dem Rasen im Garten der O'Haras landen und der Spuk scheinbar ein Ende hat. Sie klären ein paar Dinge in Wallowdale, feiern ausgelassen mit den Bewohnern und müssen dann jedoch frühzeitig nach Kelchester zurückkehren, um Daffodils Boss Alistair Dickey mit einer von ihm illegal für Beischlaf zum Leben erweckten Schaufensterpuppe zu helfen, die angefangen hat, ihn anzugreifen. Normales Zeug eben. Sie verbringen einen netten Abend in Kelchester bei Daffodils Eltern, kehren aber am nächsten Morgen früh zurück zum O'Hara-Anwesen und forschen weiter. Sie finden heraus, dass Carden Arcadius, der Priester aus Wallowdale, der vor 300 Jahren verschwunden ist, offensichtlich mit Adelard O'Hara und dem Shadowfell zu tun hatte. Die Worte Nox Niatos tauchen in den Unterlagen von Adelard immer wieder auf und Percy plant, sich bald Zeit zu nehmen, um alles einmal in Ruhe durchzugehen. Doch erstmal nimmt die Gruppe an einer Talentshow in Kelchester teil und es wird ein voller Erfolg.
Percy performt eine musikalische Interpretation seiner Biografie mit dem Horn. Bree erklärt die Kunst der Disziplin und Körperbeherrschung. Daffodil hält einen TED-Talk über Joost, ihre mechanische Ratte und treuen Begleiter. Und Thorin spuckt besoffen Feuer und jongliert mit brennenden Äxten. Aber alles geht gut und alle Auftritte sind legendär und sie werden von den Leuten gefeiert. Im Laufe des Abends lernt Bree den Hurdy-Gurdy-Spieler der Band Gore Inferno kennen, einen coolen Kenku namens Janosch. Und die beiden verabreden sich für ein Date am nächsten Tag. Findet Bree endlich ihre große Liebe? Kann die Gruppe mehr über Adelaide O'Hara und seine Pläne herausfinden? Wie hängen die ganzen Hinweise zusammen und was ist wirklich vor 300 Jahren geschehen? Das und mehr findet ihr heraus in Folge 1 von Converging Echoes.